Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Tag. Diesmal ist es der Reaktionstag und ich wurde wieder von den Mindfacts HD getaggt. Es sind diesmal 7 Fragen und ich darf mit so vielen Sätzen und so langen Sätzen wie ich will hier antworten. Dann fangen wir gleich wieder an. Die erste Frage ist, dir werden 50.000 Euro angeboten. Wenn eine fremde Person einen Monat lang bei dir wohnen darf, was ist deine Reaktion? Ja klar, immer noch. 50.000 Euro läuft. Zweitens, du bist allein zu Hause. Es klingelt nachts um 1 an der Tür. Was machst du? Aufmachen und durchficken. Drittens, du möchtest dir eine Kamera kaufen. Nach langer Bedenkzeit entscheidest du dich für eine Kamera im Wert von 399 Euro. Du stehst an der Kasse und der Kassierer sagt 199 Euro. Was ist deine Reaktion? Ich würde 199 Euro bezahlen und sie mitnehmen. Viertens, Tatort Umkleidekabine. Du hast 2 Mädchen leise tuscheln, wer denn nun das T-Shirt einstecken soll. Was machst du? Reingehen und beide durchnehmen. Fünftens, du räumst deine eigen gekauften Waren am Parkplatz des Supermarktes ein. Ein Windstoß, der Einkaufswagen knallt mit voller Wucht in das PKW neben dir. Deine Reaktion? Auf dem Zettel meine Telefonnummer schreiben und an die Windschutzscheibe vorne dran tun. Sechstens, du gehst tanken und möchtest danach ganz normal zahlen gehen. Du siehst eine Geldbörse auf dem Boden liegen. Was machst du? Also ich würde reingucken, was dort drin ist. Ja, also wegen Personalausweis und sowas. Und wenn irgendwie eine Telefonnummer drin ist, erstmal gleich anrufen. Und sonst halt zum Dings Fundbüro bringen. Siebtens. Du erwischst deine Freundin mit einem anderen. Wie reagierst du? Und wer kriegt am meisten ab? Was soll ich dazu sagen? Also grundsätzlich wichse ich ja nicht auf Männer. Drum würde ich eher sagen, die Freundin kriegt alles ab. Genau, das war's wieder. Ich muss jetzt auch wieder welche taggen. Und dann nehme ich doch den Nunan. Nochmal den Alex und nochmal den KB Games TV. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Viel Spaß noch mit dem Outro. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Beast'n Out Pixel.